Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi. Wir sind hier bei der dritten Analyse auf dem Player Sub Channel, gerade von der LCS. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass ich mehr machen werde. War auch eigentlich geplant, aber dann wurde es etwas umgeplant. Aus dem einfachen Grund, ich dachte, ich mache erstmal drei einzelne Videos, um generell zu sehen, wie diese Reihe ankommt. Weil das hier zu machen, ist dann doch nicht einfach nur wie ein Gameplay, sondern das ist halt eine etwas härtere Analyse, wo man auf mehr Sachen eingehen muss, die auch mehr Zeit raubt. Und so weiter und so fort. Gerade wenn es ein Best of 3 sein sollte und ich dann alle drei mache, muss ich auch irgendwo gucken, ob sich das Ganze auch lohnt. Von daher wird es jetzt das dritte einzelne Video sein und danach werde ich dann gucken müssen, ob ich diese Reihe weitermache oder nicht. Auf jeden Fall kommen wir zum Game. Das hier ist das dritte Game von Splice gegen Unicorns of Love. Ich werde, ne, dasselbe Prinzip wie immer. Ich habe mir die Games nicht angesehen. Versuche die dann so gut wie möglich hier zu machen und ich würde dann sagen, gehen wir einfach mal ins Game rein. So, es beginnt direkt mit einem Zyra-Bun von Splicehost. Ich denke mal, sie haben vielleicht Malzahar in Angriff, weil Zyra ist ein Counter dazu. Von Unicorns würde ich mal der Standard-Bun-Com auf Red Side. Camille, Rengar, LeBlanc sehen wir immer. Sollte irgendwas nicht gebannt sein, ist es mit Absicht. Beziehungsweise man hat immer eine Antwort darauf. Okay, Splice bannt ihr selbst den Malzahar, finde ich. Ich frage mich gerade, warum. Warum sollte man sich selbst den Malzahar wegnehmen? Ist ja gerade einer der stärksten Supporter. Ich kenne mich nicht ganz aus. Vielleicht wissen sie ja aus Scrims, dass Hilly Sang zum Beispiel vielleicht so etwas wie eine Syndra spielt. Oder selber auch Lulu, die ein relativ guter Counter ist. Standard-Buns von den Unicorns. Nochmal Ivan raus. Einer von Xerxes. Ich glaube, ist sogar einer seiner besten Picks. Und natürlich direkt der Kha'Zix-Pick. Ist auch gerade wirklich mit Rengar zusammen. Ich glaube sogar Rengar, Ivan und Kha'Zix sind die stärksten Jungler. Ich gehe mal davon aus, dass Unicorn sich auf jeden Fall den Shen nehmen wird in der ersten Rotation. Einfach nur, weil es den Kha'Zix wirklich sehr krass abfacken kann, wenn man gegen ihn spielt. Es kann aber auch sehr stark sein, wenn man ihn hat. Sie securen sich aber hier den AD Carry mit Varus. Kommt, aber jetzt nehmt euch den Shen, oder? Generell, Varus, ich meine ganz ehrlich, egal ob du einen AD Carry pickst oder nicht, du wirst so oder so Varus, Jhin oder Ashe sehen, irgendeiner von den drei. Und sofort der Warwick? Okay, der Warwick-Pick hat hier eine von zwei Bedeutungen. Erstens, Unicorns möchte einfach nur gucken, was pickt Splice alles noch. Oder es war einfach nur drafttechnisch schlecht, weil du dem Gegner jetzt einfach Sachen gibst, die gerade einfach stark sind. Ne? Also gerade dieser Shen-Pick hier ist unglaublich gut. Splice nimmt sich hier Jhin, natürlich hätte auch Ashe sein können. Und die Karma, also wir haben hier schon mal Long Range Poke, beziehungsweise ein bisschen mit Harass auch und Karma zum Peelen. Shen genommen von Unicorns, das war relativ klar. Ich denke mal, dass von Unicorns auf jeden Fall der Rumble-Bun kommen wird. Einfach nur, weil das ein super schlechtes Matchup ist für den Shen. Gerade durch den ganzen Magic Damage und alles. Und Shen möchte auch nicht die ganze Zeit eingepusht werden. Gangplank-Bun, wir wissen, dass Wunder Gangplank spielt, hat eigentlich auch ein relativ gutes Matchup gegen Gangplank. Von Splice der Bartmann. Ich gehe sogar davon aus, dass Thresh auch noch gleich gebannt wird von Splice. Hilisang spielt einen super guten Thresh, hat kein Problem damit, auf ihn zurückzufallen. Und wenn dann vier Supporter raus sind, ja, und zwei davon sind Target-Bans, hat er nicht mehr viele Optionen. Da ist auch ebenfalls der Rumble-Bun. Ich glaube, von den Supportern, die offen sind, gibt es noch, die gespielt worden sind, ich glaube, MF und Lulu. Und Nami. Also ich denke mal, wir werden auch eine von den dreien sehen. Generell für Unicorns nach die Mitte. Ich gehe davon aus von einem Control Mage. Oder vielleicht sogar von Corki. Generell diese Varus-Corki-Kombo waren noch nie schlecht. Ja, die war schon immer gut dabei. Das Gute ist auch an der Unicorns kommt viel Frontline. Da ist die Lulu. Jemanden von Unicorns umzubringen wird hier schwer sein. Für Splice. Was ich auch etwas ungewohnt finde, ist einfach einen Spotter zu haben, der kein Damage hat, mit dem Kha'Zix zusammen. Weil er will ja die Resets haben. Jetzt haben wir auch eine Toplane von Splice, die nicht viel Schaden hat. Ich meine, Mauka ist Tank, ne? Er hat immer noch seinen hohen Base-Damage. Hier nochmal der Corki mit zusammen. Splice hat eigentlich eine relative Low-Damage-Comp, finde ich. Aus dem einfachen Grund, Kha'Zix poked entweder mit seinen Void-Spikes, mit seinem W, die er auch als zweitens ausbauen wird. Natürlich sollte Splice eher kommen, haben sie eine relativ gute Poke-Comp, ne? Corki kann seine Raketen machen. Einen einzelnen, da landet ein Treffer, der Jhin mit seiner W hinterher und der Kha'Zix mit seinen Void Spikes. Und Rice Glock von Unicorns ist ein guter Pick. Aus dem einfachen Grund, so jetzt hat Unicorns relativ viel Frontline. Und was ich auch eben vergessen habe, ist, sie brauchen viel konstanten Schaden. Weil sie haben zwei Tanks plus Peel Supporter, da muss der Damage einfach kommen. Das heißt, du brauchst etwas, was konstanten Schaden macht. Und Rice kann das hier in diesem Game dann auch machen.
aus dem Alpha-Rot, er hat eine Shen-Ulti, er hat Lulu, die flippieren kann, er hat Warwick mit Suppression, Taunts, also Unicorns hat ja meiner Meinung nach die viel bessere Comp gedraftet, weil mir gefällt bei Splice dieser K6-Pick einfach nicht. Dafür ist der Damage einfach nicht hoch genug, also der Upfront-Burst ist einfach nicht da, den K6 eigentlich auch gerne haben möchte. Natürlich, dadurch, dass jetzt die K6-Spieler, ihre W ebenfalls ausbauen, können sie auch mehr die pokende Rolle einnehmen. Aber ist das wirklich der Grund, warum du den K6 pickst, damit er poken kann? Also ich meine, da kannst du von mir aus auch, was weiß ich, auch Jace Jungle spielen. Nee, Niedlich, so habe ich sogar gepatcht. Nee, gebufft aus diesem Patch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Grund dafür, warum ich... Lol, ich sollte hier mit der Maus weggehen. Warum ich dieses Game hier umso interessanter finde, ist einfach nur, es ist das dritte Game in einer Series. Und das dritte Game macht meistens sehr viel Pressure. Also es erzeugt wirklich sehr, sehr viel Pressure. Das heißt, die Leute spielen anders, die spielen sicherer meistens. Von daher dachte ich auch, es ist ein schönes Spiel. Wir sehen auch die neuen IT-Starter-Builds für AD Carries. Und zwar das Longsword mit 3 Pots. Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich gut. Aus dem einfachen Grund, AD Carries holen sich die Lethality-Items. Das heißt, einen Dirk werden wir hier ganz oft sehen. Unten so ein bisschen Wet-Noodle-Fight mehr oder weniger. Die werden sich eh nicht umbringen. Ich kann mir jetzt... Was? Was? Ihr geht nicht in die Base. Ich dachte, ihr wollt nur das Gold haben und verziehen sich danach. So, ja, die AD-Carries gehen alle auf Lethality-Items. Das heißt, durch das Longsword haben sie nochmal ebenfalls 3 Pots zur Verfügung und kriegen viel früher ihren Dirk zusammen. Ich glaube, der kostet dann nur 750 Gold, wenn ich mich nicht irre. Was ich interessant finde, ist, dass Xerxe mit Dingen spielt, mit dem Feather. Ich ging nicht davon aus, dass wir in der LCS Feather sehen werden oder dass wir überhaupt eine Warwick sehen werden. Also generell die Stärken von Warwick, das ist einfach, ne, er kann unglaublich Low-HP-Lanes ultra gut ganken. Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum Unicorns jetzt bereits am Fighten ist. Weil dadurch, dass die Bot-Lane so low ist, kommt der erste schneller durch seinen Jungle durch, wenn er sein W skillt. Was man eigentlich auch mit Warwick als zweitens macht. Zumindest mache ich das. Ich weiß nicht, wie die das jetzt in der LCS gerade machen. Das heißt, der Clear ist schneller, weil man schneller von A nach B kommt. Und ebenfalls könnte das auch ein Zeichen für einen Level 3 Gank sein. Weil solche Early Trades zu sehen von einer Lulu Varus Lane gegen eine Karma Lane, ne? Karma ist ja gerade, wenn Zyra und Malzahar nicht da sind. Ich glaube, der stärkste damage-lastige Support. Weil im Normalfall sehen wir die MF, also MF hat natürlich auch ziemlich guten Schaden, nur als Antwort gegen eine Zyra. Von daher, ist Karma, denke ich mal, Damage hätte ich auch gerade der stärkste Supporter. Guck uns das mal an, das ist gerade echt komisch, ne? So, anyways. Natürlich sollten wir uns auch nochmal angucken, wie die Lanes, wie die Teams hier ihre Games gewinnen. Splice basiert irgendwie darauf, ja, dass Corki seine Roams hinbekommt und sein Lead auf die Sidelanes gecarried bekommt. Ja. Dieser Corki muss sein Package nehmen und auf anderen Lanes relativ gut ausrasten. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte Kha'Zix auch snowballen. Wenn er dazu kommt, ultra geil, ne? Ich denke tendenziell nicht, dass wir viel von Botlane aus sehen werden. Aus dem einfachen Grund, das ist mir jetzt nicht so die kill-lastigste Botlane. Für die Seiten von Unicorns aber etwas mehr. Ich denke mal, es wird dann halt auf Level 6 und auf Level 6 und auf der Botlane auf ein 3-3 hinauslaufen. Wir werden, glaube ich, sehr viel passiv. Passiveness, ist es das Wort? Passiveness auf den Lanes sehen. Einfach nur, Unicorns möchte den Shen haben, der Level 6 braucht. Unicorns möchte den Warwick haben, der sein Level 6 braucht. Botlane braucht Level 6, damit sie den CC mitbringen. Auf den Seiten von Unicorns. Bei Splice theoretisch mehr oder weniger dasselbe. Natürlich hat die Splice Botlane etwas mehr CC, dadurch, dass Jhin mit dem W snaren kann. Karma hat auch noch ihren W, der ebenfalls snaren kann. Maokai hat oben auch nochmal sein Snare. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Toplane wird keine Sau anfassen und Kha'Zix möchte auch selber gerne sein Level 6 haben. Ich glaube, für Corki ist das Package auch als available ab Level 6. Von daher werden wir hier nicht ganz so viel sehen. Also maximal, ne, hier und da ein paar Trades, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo irgendwelche Kills sehen werden. Sehr schöner Roam hier von Mikix. Weil er kann sich das leisten. Wenn wir uns mal die Botlane angucken, Splice hat sie komplett eingepusht. Corki ist in die Base gegangen und dadurch hat Mickey einfach die Zeit, um auf der Map was zu machen, sei es Pink Wards aufzustellen, sei es einfach nur kurz zum Gang irgendwo hinzugehen. Aber ich glaube, stört Ryze nicht so ganz, der freut sich natürlich für die Tier, dass er backen gehen kann. Ich glaube, er sollte auch nicht zu viel verlieren, ne? So, das letzte Minion hier wurde auch nochmal gerade umgebracht von Sankooks, also
Exile ist ein paar Minutes behind. Es ist aber nicht so schlimm. Generell sehen wir hier einfach nur weiteres rumgefahren. Was mich hier so ein kleines bisschen wundert, ist, dass wir von Trashy die Hand das Machete sehen. Weil im Normalfall sehen wir von Kha'Zix-Spielern den Talisman. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach nur durchfahren wollte auf der Botlane. Gibt es schon ein bisschen rumgefightet, das Exhaust ist raus. Komm, werden da die Flashes kommen? Ja. RIP, Chili. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt so weit vorne gemacht hat. Aber Samus hat auch nochmal gut was zurück. Es war einfach nur schlecht. Also, straight up. Du kannst doch nicht an eine Karma Jidlane so nah rangehen. Das war hier schon ein bisschen cocky, ne? Auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass Trash den Plan hatte, wahrscheinlich einen Level 3-Gang zu machen. Weil ich kann mir hier nichts anderes vorstellen. Was ich aber geil finde, Leute, an Warwick. Sollte der Gegner zum Jungler Logan in seinem Jungle, hat Warwick die ganze Zeit Vision darauf, wo er ist. Das ist unglaublich stark, weil jetzt weiß Unicorns, Kha'Zix geht in die Base. Auf jeden Fall mal zurück zum Gedanken, warum ich davon ausgehe, dass er einen Level 3-Gang eigentlich geplant hatte. Die Machete ist gut, wenn du Single-Target-Ziele umbringst. Ganz klar. Weil du kriegst durch die extra Auto-Tax diese 10 True Damage. Ich glaube, es war 10 True Damage, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall hast du den erhöhten Damage auf Single-Target. Nochmal mit etwas Lifesteal. Währenddessen die Machete gut da drin ist, nee, der Talisman, AoE-Camps umzubringen. Gerade Raptors, Crux oder halt die Wölfe. Das heißt, ich gehe davon aus, es ist nur eine Vermutung, dass er zwei Buffs plus Gromp machen wollte, um ganken zu gehen. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung, ne? Weil er gerade auf einzelnen Zielen sehr gut dabei ist. So, Splice möchte hier einen Gank auf die Top-Lane machen. Generell, wenn du gegen eine Global spielst, ist es niemals schlecht, die Global selbst anzugreifen. Aber das ist hier meiner Meinung nach eine schlechte Position. Ich gehe mal davon aus, dass Trashy nur hier ist, um Wunder zu covern. Das heißt, er möchte Richtung Counter-Gank gehen. Was aber, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine so schlaue Idee war. Weil Xerxe ist genauso lange am Farmen wie Trashy auch. Und ich glaube nicht, dass Xerxe vorher die Topside anzugreifen. Das macht gar keinen Sinn. Aus dem einfachen Grund, im Normalfall greifst du nicht, also ne, wenn ihr Shen in eurem Team habt, gankt ihr im Normalfall nicht die Shen Lane. Es sei denn, es bietet sich wirklich super hart an. Ich theoretisch sehe keine Situation dafür, warum es sich anbieten sollte. Weil es ist eine Tank Lane. Der Shen kann in der Tank Lane nicht 1v1 so hart gepressured werden. Besonders auch, weil das Counter-Matchup, was der Rumble war, raus ist. Weil, Leute, solltet ihr einen Shen in eurem Team haben, gankt ihr immer die anderen Lanes. Und ihr gankt im Normalfall meistens immer die Botlane. Ja, einfach, weil ihr dort zwei Opfer habt statt einem. Generell gefällt mir auch hier ein bisschen so die Kopf von Unicorns, wenn man mal so darüber nachdenkt. Man kann diese Shen-Ulti sehr offensiv nutzen mit der Warwick-Ulti. Das heißt, Warwick-Ulti rein, ne, sollt ihr connecten, Shen-Ulti nochmal drauf oder auch schon bereits vorher, wenn ihr wollt. Und da geht das ganz los. Ihr bemerkt auch, wenn ihr euch mal die Vision anseht von Unicorns, es ist alles auf der Bot-Side. Top-Side ist komplett blind. Was super wichtig ist, weil die Top-Side ist Unicorns nicht sehr wichtig. Ne? Wenn Chachi stirbt, dann daran, dass er selbst, dann ist er wahrscheinlich selbst daran schuld. Weil man kann sich immer eine Sache hinausleiten, Leute. Solltet ihr den Kha'Zix nicht auf der Bot-Side der Map sehen, ist er auf der Top-Side. Oder er ist in der Base, ja. Das heißt, solange ihr ihn nicht seht, wisst ihr Bescheid. So, jetzt geht uns ganz los. Level 6 ist da. Eigentlich fühlt gerade so gut wie jeden. Jetzt ist halt die Frage, wie öffne ich die Map? Das ist immer der erste Schritt, ne? Wie öffne ich die Map? Wo und warum öffne ich die Map an dieser Stelle? So wie ich eben schon gesagt habe, ist es theoretisch immer ganz wichtig, die Globals mit rauszunehmen. Deswegen denke ich mal, wäre es nicht schlecht, von Unicorns die Mitte anzugreifen. Weil sollte Sengoku's Priority in der Midlane bekommen, gerade wenn er das Package hat, da kann er seinen ersten Move immer selber machen. Das heißt, er kann einfach einpushen, kann dann einfach zum Gang irgendwo hingehen. Und kann danach halt die Pressure auf Sidelanes übertragen. Weil das ist es, was Corki machen möchte. Natürlich kann Corki auch irgendwie etwas auf die Midlane scheißen. Ist aber nicht, sag ich mal, bekannt dafür. Der scheißt eher auf die anderen Lanes. Wir sehen hier einen Roam von den Unicorns. Die sind zu viert auf der Botlane. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie sie überhaupt darauf kommen. Ich musste mal kurz zurückspulen, weil ich mir jetzt die Frage stelle, warum sollte Sengoku in die Base gehen? Tut mir leid, Leute, dass ich hier nochmal kurz zurückspulen muss. Oh, ich wünschte echt, ich hätte hier die
die normale Map. Okay, ich meine, es ist fein. Exili pusht ihn wieder ein. Move nach unten. Es ist ein normaler Move. Aber ich verstehe nicht, warum geht Sengoku jetzt in die Mitte? So, Exili wird hier auch gerade gespottet an der Ward. Curtain Call an, um die hier, um Unicorns rauszuzonen. Hat natürlich gewirkt, ne? Ist relativ gut. Das Wichtige hierbei ist, Unicorns hat sehr viel Damage auf den Tower bekommen. Und sie haben Cobby sehr viele Minions denied. Und das ist Momentum, Leute. Nicht Momento, ne? Der Jungler von Rocket, sondern das ist Momentum. Dadurch, dass ihr die Lane zuerst einpusht, ne? Dadurch, dass ihr Priority auf der Lane habt, einpusht, könnt ihr euren Move irgendwo hinmachen. Und nur dadurch, dass ihr euch in die Richtung hinbewegt, erzeugt ihr schon Pressure und der Gegner muss darauf reagieren. Jetzt hat hier Corki das Package. Jetzt wird es andersrum sein. Und ihr seht auch, Exili tradet hier. Sollte er das weiterhin machen, sollte er diese Wave hier contesten können, kann Sengoku mit seinem Package nicht viel anfangen. Sengoku muss oder so aufpassen auf den Shen. Was auch immer wichtig ist, wenn ihr gegen einen Shen spielt und ihr wollt ihr Play machen, seid immer sicher, dass euer eigener Toplane in der Lage ist, den Shen aufzuhalten. Dass das Schild draufkommt, meh, ist zwar scheiße, aber wenn ihr das den Tipi nochmal mit aufhalten könnt, ist das übelst geil. Oh, das hier ist ein sehr fragwürdiger Move von Exili. Er ist hier ziemlich früh reingegangen. Trashy wird hier auch gerade komplett bearbeitet. Sengoku hat auch leider sein Package nicht mehr. Okay, ich weiß jetzt nicht, Leute. Ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn ich zurückspule. Aber gerade bei so einzelnen Kills finde ich das immer, glaube ich, dann noch etwas interessanter. Also, wir haben Trash hier im River gesehen. Unicorn Spotlane hat hier das Momentum, hat hier auch bereits eingepusht. Ja, das heißt, Lulu moved hoch. Exile geht ja aber sehr früh selber rein, finde ich. Das war wirklich etwas verfrüht. Vielleicht war es auch dadurch ein etwas niceiger Bait. Ne? Der war etwas mehr nice. Aber Flash ist raus von Healy, Ghost ist raus von Exile, Ulti ist raus von Chachi. Also man hat hier wirklich sehr viel investiert für diesen einen Kill, finde ich. Ist zwar nice, ne? Ein Kill. Aber die Frage ist halt immer, wie viel investierst du dafür? Weil jetzt ist das Wichtige, Chachi hat keine Ulti mehr, Leute. Chachi hat keine Ulti mehr. Das ist jetzt ein Zeitfenster, wo Splice ihren Play machen kann. Wunder hat zwar selber kein TP, aber solange er Chachi auffällt. Oh, jetzt kommt hier eh die Wiederholung. Fields Batman. Warte mal, ab wann hat. Ab wann kam die Shen Ulti? Achso, die kam da schon. Okay. Ja, das Commitment war hier wirklich sehr, sehr, sehr krass. Ich frage mich aber, warum Wunder sein TP nicht gecancelt hat. Weil man hat relativ verfrüht gesehen, dass es over ist. Dadurch, dass ihr euer TP cancelt, Leute, spart euch 100 Sekunden. Das ist unglaublich wichtig. Okay. Assist für Exile, der Master Bader ist da. Oh, wird jetzt hier gegankt in der Midlane. Cocky drauf, Exhaust nochmal für den Slow. Aber nope. Exile hat hier immer noch sein. Lol, Cobby mit der Ulti? Den killt er nicht. Niemals killt er den. Ich glaube, der letzte Schuss hätte ihn auch gar nicht umgebracht. Wobei, Ghostblade Jin? Leute, schreibt mal in die Kommentare. Denkt ihr, dass Exile hier gestorben wäre? Der Roam von. Von Splice kostet sie aber jetzt wahrscheinlich den Tower. Ich glaube nicht, dass Corki das hier. Oder? Oh, ist das Corki doch, der cleart das. Easy cleart er das. Ich kann mir denken. Okay, er kann die Minis hier nicht machen. First Blood Tower für Unicorns. Der Roam von Corby. Ah, ich fand den echt nicht nice. Ich fand den echt nicht nice, Leute. Jetzt gehen sie hoch auf die Top Lane? Wollen sie das Mirror? Ich meine doch die Free Dragon für Unicorns, ne? Nein. Also, legit. Splice hat hier gerade so viel Zeit gewastet. Eigentlich ist immer die Regel, gerade, also wenn man im Team spielt, wenn der Play auf der einen Seite der Map passiert, machst du deinen auf der anderen. Das hier ist gerade ein Uncontested Tower für Unicorns und ein Uncontested Ocean Dragon. Und dieser Ocean Dragon ist ultra wichtig, Leute. Also generell bin ich immer der Meinung, es ist immer nice, einen Ocean Dragon im Team zu haben. Aber was ganz wichtig ist, Ryze ist ein Mana-intensiver Champion. Und wir sehen auch von Samux, dass er das Tierbild geht. Das heißt, dieser Mana-Rack ist für Tier-User immer ziemlich geil. Weil du hast den erhöhten Mana-Pool. Dadurch rackst du dein Mana wieder voll. Und du brauchst Mana, um mehr Schaden zu machen. Du hast oder halt auch, um ein stärkeres Schild zu bekommen. Weil Ryze benutzt seine Fähigkeiten, ist ja klar. Wenn nebenbei nochmal Mana rack, ist nice. Weil er dann dadurch durch das extra gerackte Mana sein Schild zu diesem Moment immer verstärken kann, weil er mehr Mana zur Verfügung hat. Selbst für Samux, nur halt für das Mura-Mana. Er kann mehr Damage rausholen. Was ebenfalls wichtig ist, Splice hat sehr viel Poke. Karma kann poken, Jin kann poken, Corki kann poken. Kha'Zix kann auch mehr oder weniger poken. Und dass du das weghalten kannst, kann in Skirmishes oder in Sieges ziemlich, ziemlich wertvoll sein. Sollten wir echt nicht unterschätzen.
Wir sehen auch hier langsam Power Spikes von allen. Cobby hat sein Ghost beendet. Corki wird noch etwas brauchen für die Trinity Force. Wir sehen hier nicht den Hex Drinker. Das heißt, er delayt seinen eigenen Power Spike selber nicht. Wir sehen auch hier die klassische Rotation. Botlane geht hoch auf die Toplane. Was mich aber wundert, ist, dass Xerxe jetzt in die Base geht. Weil im Normalfall, ab dem Moment, wo die Lanes geswappt werden, ist der Jungler auch immer bei seiner Lane mit dabei. Und das passiert hier eben nicht. XD wird hier Header gesieged in der Midlane. Ich frage mich gerade so ein bisschen, warum das nicht gemirrored wird. Lass mal kurz nachgucken. Warum wird das Ganze nicht gemirrored? Ich denke mal, XD ist sich ziemlich confident, dass er das hier halten kann. Hat seinen Rod of Ages fertig, hat seine Tier fertig. Hat also relativ starken Wave Clear. Wurde hier, denke ich mal, nur ein bisschen gesorgt von der Jhin-Ulti. Ist in Ordnung. Was ich hier aber als Problem sehe, ist, dass du Charchi nicht gegen Sengoku schicken darfst. Also, dieser Move war eigentlich ein Vorteil aus der Seite von Unicorns. Weil Sengoku hat keine Möglichkeit, also Corki hat keine Möglichkeit, seine Ulti aufzuhalten, sein TP aufzuhalten oder hat keine Möglichkeit zu folgen. Das ist ganz wichtig. Jetzt nehmen wir auch einen Package Corki auf der Toplane. Das Package gehört immer in die Midlane. Ich meine... Wow, ist das greedy. Das ist ziemlich greedy von Sengoku. Du hast einfach Lulu, ne? Der Peel-Support, der offen war. Die halt Exhaust hat, ein Ulti plus Schild. Du hast einen Shen nochmal. Boah, das war echt Corki, ne? Also, es war echt Corki. Nein. Oh Leute, starker Move von Unicorns. Ah, die Warwick Ulti connectet hier leider nicht. Aber Trash hätte, glaube ich, keine Möglichkeit wegzukommen. Nein, der ist tot. Unglaublich starker Move, Leute. Da spuren wir mal kurz zurück. Ne? Was ist hier passiert? Und zwar ist Momentum hier passiert. Midlane Tower ist weg. Midlane Wave wurde eingepusht. Ja, die Midlane Wave wurde eingepusht. Jetzt hat Unicorns ein Zeitfenster, wo sie etwas machen können mit der Ryze Ulti weg. Das fällt dir ziemlich gut auf. Exilé arbeitet sehr gut mit seinem Momentum. Ja, und jetzt nochmal, um zum Thema zurückzukommen. Warum Corki AD Carry nicht ganz so populär ist, ist zwei Gründe. Erstens, Corki hat einen insane Midgame Power Spike durch die Trinity Force. In der Midlane kriegt er sehr viel Erfahrung. Das heißt, er kann diesen Power Spike der Trinity stärker ausnutzen. Corki ist so relativ gut in vielen Midlane Matchups im Vergleich zu anderen AD Carries. Und er kann mit dem Package jede Lane pressuren, was auf der Botlane nicht machen kann. Da kann er nur die Midlane pressuren oder er geht straight up von der Base direkt irgendwo anders hin und macht dann dort die Pressure. Ich muss dir echt sagen, ne? Xerxe und Exilé spielen so gut zusammen. Die spielen ja so unglaublich gut zusammen. Das finde ich echt nice. Muss ich echt sagen. Finde ich echt ziemlich nice. Rift-Herald konnte hier leider nicht gemacht werden. Aber ich glaube, das sollte das geringste Problem sein. Jetzt Sengoku sie einfach. Weißt du, das ist doch so Buße. Also, gerade in dem letzten Game würde ich doch nicht noch versuchen, für eine Play zu gehen. Und ich kann auch davon ausgehen, dass sie in der LCS Sauna Spells time. Also, das ist eine Grundvoraussetzung. Gerade Challenger-Teams machen das. Das ist aber übelst boosted. Also, Okay, anyways. Gucken wir jetzt mal wieder an, wie das Ganze hier abgeht. So. Der Rise of the Side, das ist gut. Generell möchte Unicorns ein 1-3-1 spielen. Oder halt ein 1-1-3 oder alles, was in die Richtung geht. Aus dem Grund, sie haben sehr viele Member, die folgen können. Warwick mit seinem W kann ziemlich gut folgen. Gerade sollte ein Ziel auf der Sidelines low sein. Ja. Oder auch auf der anderen. Exilé kann easy mit seiner Ulti auf die Midlane mit kollapsen. Ne? Es hat sie jetzt auch auf Level 2. Das heißt, sie hat eine relativ gute Reichweite. Charchi mit seinem Shen kann auch ebenfalls relativ gut folgen. Und es ist wichtig, diesen Midlane Tier 1 Tower wegzubekommen. Weil die Midlane-Türme ermöglichen es dir immer besser zu rotieren. Weil sie sind mittig. Du kannst von der Mid auf die Toplane gehen, du kannst von der Mid auf die Botlane gehen. Du kannst natürlich auch von der Midlane die Lane selbst warden, um Rotations von deinem Gegner zu sehen. Ne? Und jetzt kommt noch hier The Power of Varus. Was mich aber so ein bisschen wundert. Ich glaube, im Normalfall sehen wir, was Varus-Builds angeht. Also es gibt da ganz viele, ne? Es gibt diesen Attack-Speed-Varus mit einem Blade. Es gab den, ich glaube, es gab auch den Essence-Reaver-Varus, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt diesen Pen-Varus mit Träne, ohne Träne. Es gibt gerade ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass man die Träne hier sofort ausgebaut hat. Nach dem Ghost-Blade. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ist aber natürlich relativ gut, weil Varus hat unglaubliche Probleme, diese Träne zu stacken. Wir sollten er sie nicht ausbauen, weil er kriegt nicht die extra Stacks durch Auto-Tags.
Hier kommt einfach der Poke. Der Poke ist einfach da. Ey, Unicorn Chip ist gerade so sauber runter, ne? So, ihr werdet jetzt auch wahrscheinlich bemerken, also zumindest stelle ich mir das eigentlich so vor, dass ab dem Moment, wo der Dragon spawnt, der Shen eigentlich hoch auf die Top-Lane geht, auf die andere Seite der Map, wo das Objekt, also auf die Seite, wo das Objekt nicht ist, und Vision dann halt dort drum aufgebaut wird. Ist eigentlich hier gerade nicht notwendig, also jetzt zumindest in dieser Situation. Corki hat sich nämlich auf der Top-Lane blicken lassen, er muss das auspushen, und Trashy war sehr low. Er hat wirklich sehr viele Qs von Samux kassiert, wodurch ich in die Base gehen musste, und Unicorns kriegt gerade ihren zweiten Free Dragon. Ich muss aber echt sagen, ne, ich find's geil von Xerxes, dass er Warwick spielt. Also generell Unicorns, ne, sehr bekannt dafür, Champions zu spielen, die man sonst nicht irgendwo sieht. Aber ich glaube, Xerxes ist von sich aus schon eine Person, die das macht. Also es kommt mir vielleicht so rüber, ne? Seine Meta-Picks sind die etwas anderen. Ich glaube, Xerxes hat nicht einmal Rengar oder Kha'Zix gespielt. Er ist so eher einer, er spielt halt sein Zac, er spielt sein Ivan. Wow, ziemlich offensives Getraining hier von Exile. Aber ich glaube, er hat den Fight gewonnen. Aus dem einfachen Grund, Corki hatte nicht mehr viel Mana. Und sein Exhaust war auch schon bereits raus. Okay, TP-Usage ist raus von Maokai. Jetzt hat hier wieder Unicorns ein Zeitfenster, wo sie etwas machen können. Also, es fällt mir echt auf, dieses Game ist hart davon abhängig, was der Shen einem ermöglicht. Weil das ist halt das Problem, ne? Leute, dieser Shen-Pick ist so unglaublich populär. Aus dem einfachen Grund, spielst du gegen Shen, musst du aufpassen, wie du offensiv spielst. Ja, spielst du mit einem Shen, kannst du dir mehr Fuck-Ups erlauben. Hast du Shen und Lulu? Ja, Bruder, du kannst einfach reindiven, ne? Chachi geht jetzt auch in die Base. Ich denke mir, er hat ziemlich viel Gold zur Verfügung. Oder er codet sich hier gerade ein. Lass mal nachgucken. Was holt sich denn der gute Chachi, ne? Geht er jetzt schon straight up? Ja, ich wollte schon gerade sagen, ne? Er geht jetzt schon straight up Richtung Tiamat. Hat nicht vor, seine Visage auszubauen. Das hat einen einfachen Grund. Also natürlich werden sich alle denken, Silphy, warum macht er das jetzt? Er spielt doch gegen den Maokai. Und Corki und Kaba, die haben alle Magic Damage. Ja, die haben alle Magic Damage. Aber, erstens hat Chachi generell sehr viel Magie-Risi gerade zur Verfügung. Er hat seine Speckless Cowl, er hat nochmal seine Mercury Boots. Aber das Wichtige hier ist, das Einzige, was er hier in diesem Game machen muss, ist es, die Wave konstant reinzupushen. Weil der Rest ist einfach nur Pressure, da ich das Shen selber hast. Und eine Sache, worauf ich eingehen sollte, ist, was kann Splice machen? Ja, ich glaube, ich sollte mir das öfters angewöhnen. Was kann Splice machen, um Pressure aufzubauen? Weil das Game ist zwar sehr langsam, es sieht noch nicht danach aus, dass jemand throwt, aber es fühlt sich vom Zuschauen danach an, dass Unicorns Splice langsam auschoked. Das ist einfach nur das Feeling. Also, die haben den Dragon immer noch nicht aktualisiert, ne? Okay. Was können sie machen? Theoretisch kannst du die Seite mit dem TP angreifen. Das Problem ist, du wirst diesen Shen nicht so einfach umbringen. Okay, jetzt mal gucken, wird es passieren? Würde einfach wegulten? Genau das. Genau das. LOL, ey. Oh mein Gott, wie perfekt das sogar gepasst hat. Ich glaube nicht, dass sie... Oder kriegen sie den Nash auf? Den kriegen sie. Sie haben ja noch einen Erddrachen. Sie haben auch ein unglaublich gutes Ziel gegen den Nasher. Ryze hat sehr viel konstanten Schaden. Oh mein Gott, ist das passiert. Leute, legit... 1 zu 1, ich wollte gerade sagen, du kannst die Seite... Okay, das geht noch her rein. Hat er seine Ulti verkackt? Okay, nein, ich sag, es ist seine Ulti getroffen. Oh mein Gott, der Damage von Ryze. Oh, der ist so disgusting, ne? Charge ist nochmal in die Base gegangen, hat wieder zurückgetipied. Kobi ist sehr, sehr schöner Fokus. Ich meine, man hätte sich hier auch Mickey theoretisch schnappen können. What the fuck? Oh mein Gott, ich glaube das einfach nicht. Hini, lass Mickey nach Hause. Er will doch nur League of Legends spielen. Hör auf, ihn zu bullieren. Wisst ihr, Leute, wäre das der Twitch-Chat, würde ich sagen, Spam Bible Pump. Okay. Das wollte ich sagen. Also, man kann theoretisch die Seite mit dem Shen angreifen. Es gibt aber zwei Probleme. Erstens, Trashy hat seinen Black Cleaver nicht fertig. Das heißt, diesen Shen umzubringen wird sehr lange dauern. Zweitens, ermöglicht es dir, also euch ist ja vielleicht aufgefallen, nicht nur in dem Game hier, sondern, generell auch, wenn ihr Shen seht. Das Team, das den Shen hat, ist immer auf der anderen Seite, wo der Shen nicht ist. Das heißt, solltest du darauf committen, diesen Shen versuchen wollen umzubringen.
kann sein Team auf der anderen Seite der Map viel mehr rausholen. Weil dadurch, dass Kar sich nicht diesen Cleaver hat, wird er lange brauchen, um diesen Stern umzubringen. Und es war ja auch ziemlich knapp. Es war ja auch ziemlich knapp, keine Frage. Hier nochmal eben das Replay. Wir sehen auch links, dass Charge in die Base geht und sich dann gleich wieder zurück tippt. Charge steht ja auch nochmal an der Seite, um alle rauszusauen. Lul, der Damage von Xerx einfach, es war ja legit gar nichts. Aber sein Lockdown war halt da, ne? War halt ganz wichtig. Oh, ich bin gerade. Ich glaube, Yamato ist getiltet. Yamato ist, glaube ich, richtig getiltet. Oh mein Gott. Okay. Jetzt nochmal zur Frage zurück. Was kann Splice in diesem Game jetzt noch machen? Und was. Also, Leute, legit, ne? Jetzt ist gerade dieser Punkt erreicht, wo ich selbst sagen würde: Ey, Leute, ihr habt verkackt. Ihr seid klinisch tot einfach. Aus dem einfachen Grund, du hast davor versucht, die Seite des Shens anzugreifen. Es hat nicht geklappt. Und der Shen wird den Maokai einfach einpushen. Aber Maokai ist nicht in der Lage, diese Waves zu clearen. Das heißt also, für Unicorns sieht es so aus. Ey, Leute, ihr geht mit 3 oder 4 Mann hoch auf die Top-Lane. Ihr pressuret das. Wobei, scheiß auf, der Mountain Dragon spawnt eh gleich. Und ich pushe hier unten ein. Das heißt, Splice wird an 2 Fronten gepressured. Erstens, sie können oben Unicorns nicht aufhalten. Sollten sie engagen wollen, wird der Shen kommen. Sollten sie den Shen nicht aufhalten, wird der Shen unten den Maokai einpushen. Und jetzt die andere Sache, Leute. Momentum. Durch dieses 1-3-1-Setup, was Unicorns auch hier gerade hat, und die Midlane wird immer Momentum haben, aus dem einfachen Grund, sie pushen schneller ein, können, und haben auch noch Nash, können sie die Mitte einpushen. Okay, wobei der T2-Turm steht hier noch. Und dann von der Mitte aus nach unten rotieren. Was ich hier aber gerade scheiße finde, ist, dass dieser Erddrache nicht angegangen wird. Weil dieser Erddrache, ist ein Erddrache. Unicorns kriegt gerade so unglaublich gute Drachen rein. Okay, sie kollapsen jetzt hier in die Mitte, denke ich mal. Okay, ich hätte natürlich selber eher präferiert, dass man das in den Dingen macht. Aber Leute, wir sehen hier wieder ein bisschen das Momentum. Oh, der Engage ist da. Aber du kannst nichts machen. Als Zenkux ist er völlig alleine. Was will der arme Junge machen? Mal sehen, man hat ihn einfach eingetradet. Senkux ist raus für Healy, aber das ist kein großartiges Problem. Ich glaube nicht, dass das Unicorns aufhalten sollte, noch zu fighten. Weil sie müssen ja eigentlich hier nur die Splice rauspoken. Oh, wieso geht Charge hier? Was ist das? War das worth it? Okay, das war worth it. Das sah übelst greedy aus. Weil Leute, ab dem Moment, wo ihr Herz seid, müsst ihr eurem Gegner nichts schenken. Ab dem Moment, wo ihr Herz seid, müsst ihr eurem Gegner echt nichts schenken. So, was ich auch nochmal sagen wollte, wir waren ja auch nochmal eben in so einer Siege-Situation. Und dort ist der Ocean Dragon sehr, sehr, sehr stark. Also ich muss sagen, Unicorn spielt das hier übelst sauber runter. Noch ein zweiter Erddrache, die werden jetzt einfach machen, was auch immer sie wollen. Ich glaube, wir sehen nochmal gleich ein Replay davon. Kasi ist auch immer noch sein Cleaver fertig, okay. Einen Moment mal, so. Senkux geht hier rein, völlig alleine, gegen eine Comp, die sehr viel Peel hat. Okay, Jin Ulti. Wieso blockt keiner den Shot? Wow, Scumbags. Okay, wir hatten da die erste Phase. Also, Healy hätte dort nicht sterben müssen. Jetzt sind wir gerade so die zweite Phase, die, ich weiß nicht, mir persönlich gefällt sie nicht. Weil ich bin immer der Meinung, wenn er etwas muss, dann geht er nichts schenken. Alles, was du ihm schenkst, ist gut für ihn. Okay. Hier ist der Engage auf Cobby. Hat die Unicorns auch nochmal einen Flash gekostet. Okay, 2000 Kilo der Drache. Ich meine, ist es fein, ja? Sie haben halt nichts verloren. Aber wie gesagt, ich finde, Schenken ist immer schlecht. Schenken ist einfach immer schlecht. Okay. So, Leute. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Silphy, wenn du Splice bist, was wirst du in so einer Situation machen? Das Einzige, worauf du hoffen kannst, ist, dass dein Gegner einen massiven Fuck-up macht. Legit. Und wisst ihr, wo das Problem hier ist? Von Splice aus meiner Meinung nach, du hast dir selber nicht diesen Shen secured. Also, Leute, ich weiß, ich rede echt viel über diesen Shen-Pick, ne? Aber es hat einen Grund, dass Shen gerade ein so starker Champion ist. Weil du kannst den Shen mit,
mit diesen Meta-Genern gerade zusammen gut paaren. Ja? Nicht im sexuellen Sinne. Kha'Zix kann nichts machen in diesem Spiel. Ich verstehe nicht, warum du dir unbedingt diesen Jhin so früh nehmen möchtest oder die Karma. Du hättest theoretisch auf den Jhin scheißen können. Natürlich hätte es sein können, dass Unicorns dann Ash und Jhin rausbannt. Ja? Das hat man auch schon öfters gesehen, dass das eine Team sich den AD Carry früher nimmt und danach die anderen beiden rausbannt in der zweiten Phase. Aber das wäre kein Problem gewesen, weil du dann so gesehen auf den anderen Lanes bessere Matchups bekommst. Das kann eine Sache sein. Die andere Sache kann sein, warum bannst du unbedingt diese. Warum pickst du unbedingt diese Karma? Ich check das einfach nicht. Ich meine, natürlich steckt auch von Splice irgendwo ein Gedanke mit dahinter, ne? Nash Security von den Unicorns. Aber ich glaube, das Game ist jetzt over. Noch der Taunt auf Mickey. Trash, die sollte nicht wegkommen. Der ist RIP. Oh. Stellt euch mal vor, wie das Game wäre. Würde es diesen Shen nicht geben. Shen ist, glaube ich, gerade. Hat, glaube ich, gerade Pick-up-Bun-Status in der LCS. Also so fühlt es sich an. In jedem Game. Und das zu Recht. Ryze kann hart reingehen, dadurch, dass er den Shen hat. Warwick kann umso härter reingehen, dadurch, dass er den Shen hat. Splice kann nicht engagen, weil der Shen da ist. Also wirklich, das Einzige, was Chachi in diesem Game legit gemacht hat, war es auf R zu drücken. Also ich möchte natürlich nicht sagen, dass Chachi schlecht spielt oder sowas, ne? Aber mehr muss er nicht machen in dem Game, er muss nur auf R drücken. Er hat seinen Outplay-Button, Leute. Das ist nochmal hier der Fight am Nash. Ey, wie keiner. Okay, nein, keiner kann für die blocken. Okay, hier, was war ein bisschen scheiß gemacht mit der Shen-Ulti. Ich meine, es war nicht bad, ne? Er muss sich ja natürlich nur darum kümmern, dass Exile da ist. Es geht aber. Also, bei der Shen-Ulti, Leute, geht es nicht immer darum, jemanden zu beschützen. Sondern es geht auch darum, ihn zu enablen. Ihm umso mehr die Möglichkeit zu geben, reinzugehen. Weil der Gegner muss weglaufen. Der Shen wird kommen. Und Shen-Ulti ist auch so gecodet, dass er immer auf der Seite landet, wo der Gegner am nächsten dran ist. XD hat auch seinen Voice wieder schon. Ich glaube, der ist schon längst banned, oder? Der wird Tanks melden, okay. Teleport Flank von Splice. Das ist jetzt eine Chance, wo sie was machen können. Weil Unicorns jetzt zusammenstehen. Wenn sie das Ganze hören, unglaublich gutes Package hier von Corki. Warum geht der Healy rein? Healy, warum gehst du rein? Aber Kha'Zix kann nichts machen. Ich glaube, wir hatten hier wieder einmal dasselbe Problem. Moment, ich. Oder wird das doch gleich wiederholen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast Sengkux wieder, der alleine reingeht, ohne jeglichen Backup. Enden die? Ey, die enden doch nicht, oder? Doch, scheiße, die enden. Echt? Ist das nur noch Postgame? Okay, das ist nur Postgame. Okay, gut. Ich wollte auch mal kurz zurückgehen und dass wir uns diesen Engage angucken. Passt auf, Leute. Das hier ist Story of the Game, okay? Dieser Play hier ist Story of the Game. Das hier ist das erste Mal, dass Unicorns gegroupt etwas macht. Sie haben davor nur gesplittet, ja? Und das ist auch ihre Comp zum 1-3-1. So, jetzt kommt hier der Engage, ne? Maokai kommt. Ganz gut hier gemacht von Chachi und Xerxe. Die stehen hier hinten. Die Zone hier, Splice komplett raus. So, Wunder geht rein auf Exile. Corki geht rein mit dem Package. Und jetzt schaut euch das an. Corki ist hier hinten alleine. Maokai ist hier in der Mitte. Trashy steht hier vorne. Trashy muss auf Frontline drauf gehen. Wunder kann nur auf Frontline drauf gehen. Corki ist hier hinten alleine. Und jetzt siehst du es gleich. Du hast den Healy, der für sich spielen kann. Du hast den Shen, der für andere seine Ulti nutzen kann. Und Splice hat einfach kein Damage, um da was zu machen. Kha'Zix hat nicht mal Black Cleaver fertig. So, da wird die Tanks nicht anfassen. Und an die Backline kommt er eh nicht ran. Dieses Game, Leute, war unglaublich gut gespielt von Unicorns. Und ich bin der Meinung, es war unglaublich schlecht gedraftet von Splice. I don't know. Chachi pickt fast immer Shen, wenn er da ist. Du hast den Kha'Zix und gibst den Shen ab für Karma. Also, ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorging, dass sie sagen, ey Leute, Karma ist offen. Natürlich, Leute, ich bin kein LCS-Coach. Ich weiß, sie hatten da bestimmt eine Strategie dahinter. Aber ich sehe da keine Strategie. Aber ich bin erstmal weg, Leute. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.